Wie sieht der Tagesablauf eines Mönches aus? Unser Tag beginnt um 6.15 Uhr mit dem gemeinsamen Chorgebet. Das dauert ungefähr bis 7 Uhr. Anschließend ist Zeit für stille Betrachtung oder auch für das Frühstück. Um 8.15 Uhr feiern wir dann gemeinsam die Heilige Messe. Anschließend geht jeder Mitbruder an seine Tätigkeit. Dann haben wir von 12 Uhr bis 12.20 Uhr das Mittaggebet und anschließend das Mittagessen. Danach hat jeder etwas freie Zeit und geht dann so gegen 14 Uhr wieder an seine Tätigkeit. Der Tag neigt sich dem Ende zu, um 17.30 Uhr mit dem Abendgebet, anschließend dem Abendessen. Dann haben wir eine Zeit des gemeinsamen Beisammenseins, des geselligen Beisammenseins, in dem man sich auch etwas austauschen kann. Und der Tag endet um 19.30 Uhr mit dem Nachtgebet, das bis ungefähr 19.45 Uhr geht.